Meine lieben Schwestern und Brüder, wir hören dieses Evangelium mehrfach in diesen gedrängten Weihnachtstagen, die ja immer noch andauern. Sie sind noch nicht zu Ende. Noch eine Woche lang feiern wir Weihnachten. Wir hören diesen Beginn des Johannes-Evangeliums mehrfach, so als würde dieses Wort mit einem Mal nicht abgetan sein. Dieser Text ist so reich, er klopft mehrfach bei uns an. Und ich habe den Eindruck, dass es immer wieder die Auseinandersetzung mit einem solchen Wort ist, ob es bei uns Aufnahme findet. Genau davon spricht ja dieses Evangelium. Er kam in sein Eigentum. Und die Frage ist, ob es bei uns auch so geht, wie es im Evangelium heißt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nehmen wir ihn auf? Sind wir imstande, dieses Wort aufzunehmen? Wie geht das? In seinen vielen Weihnachtspredigten ist Bernhard von Clairvaux mit unglaublich bereichernden Gedanken auch dieser Frage nachgegangen. Und er gibt uns einen ersten Hinweis, wenn er sagt, dass Christus in der Nacht geboren wurde. Kein Kind auf der Welt sagt, er kann seinen Geburtszeitpunkt selber bestimmen. Christus, der Herr des Alls, schon. Warum wollte er in der Nacht geboren werden? Das ist im Grunde genommen eine Vertiefung dessen, was wir in den Worten des Johannes hörten. Die Finsternis, in der ein Licht aufstrahlt. Und der offizielle Introitus, Eingangsgesang zur Messe, ist die Antiphon, wir haben sie heute Morgen schon gesungen oder gestern. Als tiefes Schweigen das All umfing, da sprang Gottes allmächtiges Wort vom Himmel. Dieses Wort schweigt. Es schweigt in der Nacht, denn es ist Fleisch geworden, ein Kind geworden. Das ist die erste Beobachtung von Bernhard und er macht sie ja nicht allein, aber es lohnt sich darauf zu schauen. Dieses Wort ist nicht laut. Dieses Wort ist keine Reklameanzeige Gottes. Hier, jetzt guckt mal hier, wie großartig. Ja, jetzt habe ich euch mal was zu sagen. Ohren auf. Das Wort, durch das alles geworden ist, wird Fleisch, kommt in diese Welt mitten in der Nacht und schweigt. Ob es schreit wie ein Neugeborenes, ob es weint, steht zumindest nicht im Evangelium, aber wir dürfen es annehmen. Aber es schweigt. Andere sprechen von ihm. Es sind die Engel, die die Kunde bringen. Es sind die Hirten, die diese Kunde weitersagen. Und die eigenen Eltern staunen, wie es im Evangelium heißt bei Lukas. So ist ein erster Wink, den Bernhard sagt, wenn du dieses Wort aufnehmen willst, dann mach es genau so. Richte dich nicht permanent selber aus, sondern lass andere von dir reden. Du schweige. Mach dich nicht selber zur Botschaft. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dieses Wort aufzunehmen. Und Bernhard ruft aus, O Weisheit, die du aus der Verborgenheit hervorgehst. Aus der Verborgenheit und Armut. Und ich will einen zweiten Gedanken einführen. Er stammt von Hans-Urs von Balthasar, der spricht von der Nivellierung nach unten. Dass es die Hirten sind, die als erstes von diesem Fleisch gewordenen Wort hören, ist kein Wunder, sagt von Balthasar. Denn die Hirten sind arme Leute und wohnen sozusagen Tür an Tür mit dem lieben Gott. Oder beruft sich auf Paul Claudel, der sagt, sie sind so arm, dass es dem lieben Gott gar nicht auffällt und sein Sohn sich gleich zu Hause fühlt, wenn er sich ihnen beigesellt. Da haben die anderen, von denen wir dann im Laufe dieser Woche noch hören werden, die Magier oder Könige oder Sterndeuter, was immer die waren, Wissenschaftler offenbar, einen längeren Weg. Und Balthasar beobachtet, sie kommen auch zu spät. Weil sie so einen langen Weg haben. Sie sind nicht arm. Möglicherweise, und man merkt
Tom Balthasar ist Schweizer, aber so weit ist die Schweiz bei uns ja auch nicht weg. Sie haben einen weiten Weg, weil sie zuerst über ihre Geldsäcke klettern müssen. Vielleicht sind es auch Aktienpakete oder sonst etwas. Zumindest über ihre Theorien müssen sie klettern, bis sie in diese Armut hineinfinden. Und er sagt, es ist nett, dass sie dem Christkind auch was mitbringen. Gar nicht so unbedeutende Dinge bringen sie mit, aber noch wichtiger, als dass es nett ist, ist, dass sie es auch wirklich da lassen. Dass sie es weggeben. Dass sie sich in diese Armut hineinbegeben. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass er in sein Eigentum kommen kann. Wir singen das in so vielen Weihnachtsliedern. Er ist freiwillig arm geworden. Er hat sich unserer Armut angenommen. Aber wir bestreiten das ja permanent. Wir wollen alles nur nicht arm sein. Was bauen wir alles für Fassaden auf? Alles Fassaden, die die Ankunft des Wortes bei uns hindern. Die es nicht möglich machen, dass er sich in seinem Eigentum wohlfühlt, dass er ankommen kann, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Denn der eigentliche Reichtum ist doch das, was wir an Weihnachten feiern, dass er sich gibt. Was haben wir außer ihm? Alles müssen wir lassen, spätestens im letzten Augenblick. Der Volksmund sagt das immer sehr deutlich, aber wir wollen es ja vorher nicht wahrhaben. Wir wollen ja so nicht sein. Und leider, die Beobachtung stammt auch von Balthasar, ist das auch in der Kirche so. Er sagt, und auch wenn wir sozusagen jetzt 20, 30 Jahre später den Kommunismus für erledigt halten, ich bin da nicht ganz so sicher, er kommt immer durch die Hintertür nochmal irgendwo rein. Wenn wir im Christentum nicht ernst machen, mit gelebter Armut, mit dem, dass wir wissen, was unser eigentlicher Reichtum ist, wenn wir damit nicht ernst machen, muss der Kommunismus mit seiner Nivellierung in die Lücke treten und auf seine Art ernst machen. Dann haben, so von Balthasar, die Namenschristen ihre Daseinsberechtigung eingebüßt, mitsamt ihren fantastisch organisierten Gemeinden, Pfarreien und anderen Räten, Diözesen, Parteien und Katholikentagen. Dann kann man bestenfalls noch einmal die Ausgangssituation an der Krippe versuchsweise herstellen, mit Hirten und Königen, um zu sehen, ob wir heute die Lektion besser lernen. Und ein solcher Wiederholungsversuch für sitzengebliebene Christen, so Balthasar, dürfte eine große Gnade des Herrn sein und ein Zeichen seiner großen Geduld. Was ist die rechte Weise, dass er zu uns kommen kann? Balthasar nennt es das entblößte Herz. Ob wir das noch mitnehmen können? Dass wir unser Herz entblößen müssen vor ihm, dass wir an nichts festhalten, uns nicht verkrallen in all diese Dinge, die wir unbedingt haben müssen und die uns dann doch am Ende lästig sind, weil wir sie hergeben müssen. Sie sind nichts. Die Hirten haben nichts, deshalb finden sie als Erste den Weg zur Krippe. Dort fühlt sich Gott gleich zu Hause. Die Weisen, Magier, Könige müssen einen langen, langen Weg machen. Und das, was sie mitbringen, lassen sie Gottlob da. Und dann finden sie zur Anbetung. Das entblößte Herz, das sich in nichts verkrallt, nichts haben und krapschen will, um einen vermeintlichen Halt zu haben. Und es ist noch einmal Bernhard, der seine Brüder im hohen Mittelalter schon darauf hinweist. Wir sehen, wie uns das Mahl bereitet wird, so weist er auf den Altar hin, in sehr kostbaren Gefäßen. Aber diese Gefäße werden euch nicht ausgeteilt. Das, was darin ist, wird euch ausgeteilt. Denn das ist der wahre Reichtum. Diese kostbaren Gefäße sind allerhöchstens ein kleiner, kleiner Hinweis auf das, was sie enthalten.
Denn jedes entblößte Herz, das sich selber nicht bereichert, sondern gibt, weil es sich nicht selber gehören will, wird zu Brot und Wein für andere. So wie Gott in die Welt kommt und da sein will, in seinem Eigentum, arm unter uns Armen.